Danke, Frau Präsidentin. Ich habe dieses Mal auch überlegt, soll ich oder soll ich nicht? Und vorbereitet hätte ich mir eigentlich etwas völlig anderes, weil ich mir aufgrund der Ereignisse der letzten Tage würde es eigentlich schon gebieten, auch eine politische Analyse in diesem Haus vorzunehmen. Aber ich werde jetzt nicht ausscheren. Wir haben den Wahlkampf vor der Tür und ich glaube, wir werden noch öfters Gelegenheit haben, auch diesbezüglich zu diskutieren. Ich möchte auf ein paar Dinge eingehen, die jetzt in der jüngsten Zeit mich vor allem beschäftigt haben, die auch sehr aktuell sind und vielleicht dort anknüpfen, wo Kollegin Rieder aufgehört hat, in der Sanität. Zur Wertschätzung des Personals gehört natürlich ein angemessener Gehalt dazu. Aber ich glaube auch, es gehört dazu, dass man Menschen, die jeden Tag in einer Struktur ihren Dienst verrichten, nicht veräppelt. Und ich rede von der neuen Klinik. Und bitte, Herr Landeshauptmann, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte keine Polemik. Ich möchte Sie ersuchen, nüchtern, wie es jeder Private tun würde, sofort und schleunigst eine Liste zu erstellen mit allen Baumängeln, mit allen Dingen, die schiefgelaufen sind, ohne jetzt nach Schuldigen oder Tintigen oder sonst irgendetwas zu suchen, denn Kollege Unterholzner hat gesagt, die Kritik geht nicht an Sie, ich richte die Kritik an Sie, weil Sie mein zuständiger Ansprechpartner sind. Es hätte auch hineingeregnet, wenn noch Kollege Wiedmann wäre oder sonst irgendjemand, darum geht es nicht, aber ich würde Sie ersuchen, ich habe diesbezüglich eine Anfrage gemacht, weiß nicht, wie schnell die Anfrage jetzt innerhalb dieser Legislatur noch beantwortet wird. Aber ich ersuche Sie wirklich, ganz sachlich, nüchtern, ehrlich diese Liste zu machen und schnellstens diese Mängel versuchen zu beheben. Denn das Personal, zumindest weite Teile, haben sich etwas veräppelt gefühlt, wenn bei der Einweihung, bei der Eröffnung, Einweihung gesagt wird, das Personal hätte jetzt angemessene Räumlichkeiten, so quasi einen topmodernen Arbeitsplatz. Wenn man sich das Video anschaut, ich habe nichts gegen die Personen, die am Video teilgenommen haben. Das Video ist ein schönes Video, aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Es wird suggeriert, wenn man da hineingeht, dann würde ein Arzt entgegenkommen und dir die Hand geben. Weit gefehlt, Herr Landeshauptmann, denn der Zugang in der ersten Hilfe ist im ersten Stock. Die Rampe darf man nicht hinaufgehen. Entweder man sitzt in einem Rettungswagen, dann ist man direkt vor Ort, oder man wird von jemandem mit dem Auto hingebracht. Dann kann man, je nachdem, was fehlt, den Mensch nicht einmal hineinbegleiten vielleicht, weil man das Auto gleich verstellen muss. Während der Pandemie war zumindest gleich drunter ein Eingang, der ist inzwischen geschlossen. Jetzt muss man den Haupteingang nehmen und als ich letzte Woche eingeladen war, mir einmal alles vor Ort anzuschauen, dann war ein altes Ehepaar, ich kenne das Ehepaar, Boots noch, er 4 Rippen gebrochen, das Becken verschoben, er konnte weder sitzen noch gehen, sie viel zu schwach, weil sie alte Leute sind. Da ist niemand. Und die müssen den ganzen langen Gang machen, mit dem Aufzug dann in die erste Hilfe fahren. Das ist ein Unding. So einen Zugang, das ist für viele Bürger schlichtweg nicht erklärbar. Aber die Liste ist eine lange Liste. Dass es Operationssäle gibt, die nicht verwendet werden können, weil man Röntgen, Kollege Ploner, du bist mehr vom Fach, weil man bestimmte Schutzvorrichtungen nicht gemacht hat, dass man Ambulatorien errichtet hat, die eigentlich für Material, Magazine, bessere Magazine wären. Kein Tageslicht und zudem keine Privacy.
Denn die Glasfront ist auf dieser Seite, dann kommt wieder ein sehr, sehr großzügiger Gang, dann sind im Innenbereich die Ambulatorien. Wenn die jetzt die Rollläden herunterlassen, dann wäre die Privacy gegeben. Das können sie aber nicht, weil sie sonst nur dieses miserable Licht drinnen haben. Also müssen sie die Rillen geöffnet haben und jeder kann draußen reinschauen, wer drinnen im Ambulatorium sitzt und was diese Person macht. Man kann nicht lüften. Es mieft bereits in sämtlichen Räumlichkeiten, weil eine enorme Feuchtigkeit drinnen ist. Die Klimaanlage wurde viel zu schwach installiert, darauf hat Kollege Bloh noch hingewiesen. Bestimmte Operationen können nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit durchgeführt werden, weil die Klimaanlage nicht funktioniert. Kollege Tauber ist jetzt nicht hier. Ich wollte ihn fragen, was sein Koch sagen würde, wenn noch in der Küche wochenlang kein Öl, kein Salz, kein Zwiebel, kein Reis hätte. So die Grundbasis, die man halt vielleicht in einer Küche vorhanden, die vorhanden sein sollten. Chirurgen sagen, ihr Grundinstrument vergleichbar sind Drähte, die teilweise wochenlang nicht hier sind. Wenn nicht Ärzte auf Kongressen wären, wo sie dann zufällig Vertreter bestimmter Firmen treffen, die ihnen dann unter der Bank ein paar Schachteln mitgeben. So arbeiten wir hier. Also das sind Dinge, wenn ich dann von Kollegen Lanz höre, wir haben eine funktionierende Gesundheitsversorgung, ja, für Leute, die eine dicke Geldtasche haben, ja. Aber nicht für alle. Und das sind Dinge, gerade Kollege Lanz, auch für unsere Senioren, die unser Land aufgebaut haben, denen wir im Endeffekt alles zu verdanken haben. Und ich habe das mit meinem eigenen Vater vor Weihnachten selbst erlebt. Und der stammt von einer Generation, da hat es keine Krankheitstage gegeben. Die haben jeden Tag gearbeitet, wurscht, ob es ihnen gut ging oder nicht gut ging. Diese Generation war so. Und heute im Alter, wo sie gebrechlich sind und wo es fehlt, dann werden die behandelt, als wären sie lästig, als würden sie draußen sein, weil sie sich irgendetwas einbilden. Man wartet 16 Stunden in der Ersten Hilfe und hätte er nicht mich gehabt, ich weiß nicht, ob er heute noch am Leben wäre. Denn rein theoretisch hätte man uns verschickt. Mit einem Schlaganfall, der nicht gesehen werden wollte, weil es viel zu tun war, weil Leute draußen saßen, Alte, die vom Vortag noch draußen waren, wohlgemerkt auf den Betten. Und damals, das muss ich jetzt in aller Deutlichkeit sagen, ich habe mich fremdgeschämt, weil viele haben mich erkannt. Mir ist es wirklich teilweise eiskalt über den Rücken runtergelaufen, wenn ich diese Szenen verfolgt habe und gesehen habe, wie unser gut funktionierendes Gesundheitssystem mit unseren eigenen alten Menschen umgeht. Und wäre draußen nicht der Herr von der Security, das ist überhaupt nicht sein Job, schon allein, dass eine Security mittlerweile notwendig ist, aber bitte, ist eine andere Diskussion. Der hat hier und da, habe ich beobachtet, Wasser ausgetragen, ist aber sicher nicht sein Job. Und wenn man dann endlich in ein Behandlungszimmer hineinkommt, dann fragt man sich, also mich hat der Arzt gefragt, ob ich ihm sagen könnte, was der Herr oder die Dame, die das Ganze hier projektiert hat, vom Beruf ist. Das ist eine Aussage. Und ich bin jetzt 20 Jahre hier und ich habe noch nie erlebt, wirklich noch nie erlebt, dass so viele Ärzte und so viel Pflegepersonal bereit ist, offen zu reden. Und Herr Landeshauptmann, ich kann mich gut erinnern, als Sie hier einmal gesagt haben, auch laut, Sie haben es einmal zu mir gesagt in einem Gespräch, aber auch hier ins Mikrofon, Sie werden vom Gesundheitspersonal oft gebeten bei Ihren Visiten,
so quasi, man solle nicht immer alles negativ darstellen, denn das würde der Motivation schaden und das würde nicht gut tun und so weiter. Ich habe dieses Personal jetzt, mit dem ich mich die letzte Woche über diese mehreren Stunden, die ich draußen unterwegs war, ich habe das Personal mit dieser Aussage konfrontiert, die schütteln den Kopf. Die sagen, sie fühlen sich veräppelt, wenn sie hören, dass sie jetzt angemessene Räumlichkeiten hätten, super Arbeitsplatz, wenn sie das Video sehen. Also es ist immer alles schön. Bei uns wird immer alles als absolut schön verkauft, aber es fehlt uns an Größe, wenn Fehler entstanden sind, wenn Dinge nicht gut funktionieren, diese offen und klar zu benennen und dann auch sofort erkennen zu lassen, dass man gewillt ist, das ohne Wenn und Aber zu beseitigen. Und ich ersuche Sie wirklich, die Liste ehrlich zu machen, Menschen, bitte, 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 Menschen, die draußen arbeiten, mit einzubeziehen und nicht irgendwelche Vögel von allen Herren Ländern, die nicht wissen, wie draußen der Alltag abläuft, sondern wirklich jene mit an den Tisch zu holen, offen, klar zu benennen, was schnell umgesetzt werden kann, was länger dauert, auch ehrlich dann sein, was überhaupt nicht gemacht werden kann, denn ich glaube, dass es auch Dinge gibt, die jetzt im Nachhinein nicht mehr möglich sind. Bitte schnellstens, das geht mit einem Telefonat, draußen Anweisungen geben, dass Beschilderungen gemacht werden. Es gibt absolut keine Beschilderungen. Wenn ich alleine vom neuen Trakt in den alten hinüber will, dann denke ich mir irgendwann auf halbweg, na, da unten kann es nicht sein, weil das ist ja ein Loch. Ich werde nicht als Frau allein in so einen Schluff hineingehen, aber genau der Schluff ist es. Es fehlen Plakate, es fehlen Hinweisschilder, es fehlen Schritte, es fehlt an allem. Umgekehrt vom alten Trakt herüber, da gibt es zumindest Schritte und da gibt es so DIN A4 selber ausgedruckt, Erste Hilfe, Pronto Soccorso, dann versteht man halt ungefähr, dass die Richtung stimmt. Aber mit einem modernen, sagen wir, Orientierungssystem, mit einer Beschilderung, und da tun sich alte Leute schwer. Und die Fußmärsche sind lang und das sind gebrechliche Leute und nicht alle werden mit dem Weißen Kreuz in das Krankenhaus gebracht. Es gibt Menschen, die vielleicht sogar mit dem Taxi fahren müssen, die mit dem Autobus kommen. Und für die wird das Ganze wirklich, wirklich ein Problem. Und hier wirklich der dringende Appell. Sie haben es selbst gesagt. Wir haben in Südtirol ein breites Versorgungsnetz an Gesundheitsversorgung, so ungefähr, ein Netzwerk an Grundgesundheitsversorgung. Und das Krankenhaus Bozen ist das Herz dieses Netzwerkes. Bitte gehen Sie mit diesem Herz besser um. Beheben Sie jetzt alle Herzfehler, die man jetzt schon weiß. Sagen Sie den Leuten draußen ehrlich. Und bitte, wenn ich sage den Leuten, dann meine ich das Personal, ich meine nicht die Verwaltung. Denn das hat man draußen, ich bin nicht oft draußen, Gott sei Dank muss ich aufs Holz klopfen, aber man hat sofort das Gefühl, dass zwei Parallelwelten da draußen sind. Eines ist die Blase Verwaltung und etwas anderes ist wirklich der Alltag, das Personal, das jeden Tag dort den Dienst verrichtet. Und wenn Kollegin Rieder sagt, das Personal, Anerkennung durch mehr Entlohnung, ja. Und ich ziehe wirklich den Hut, weil wir hören wirklich immer Schimpfen und unfreundlich und das und jenes. Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass es in einer anderen öffentlichen Struktur über einen so langen Zeitraum möglich wäre, unter teilweise katastrophalen Bedingungen zu arbeiten und noch immer motivierte, freundliche, hilfsbereite Menschen zu finden, die wirklich, da merkt man, die lieben ihren Job, die lieben das, wofür sie da sind, wofür sie studiert, gearbeitet, geackert haben. Aber es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Und natürlich, der Bürger bedenkt das alles nicht. Aber da draußen ist einiges im Argen und hier ersuche ich wirklich, dass das
ganz schnell angegangen wird. Denn wie gesagt, die Erfahrung, die ich habe oder bis jetzt habe, ja, man hat hier und da jemanden gefunden, der vielleicht einmal etwas gesteckt hat, etwas gesagt hat, aber da ist die Grundstimmung wirklich unten, aber wirklich unten. Kein einziger hat irgendetwas Positives zu vermelden gehabt. Und das sind, wie gesagt, nicht die wirklich nur frustriert sind. Das sind die, die ihren Job lieben, die das Handtuch eben nicht schmeißen. Und Kollege Tauber, du hast vorhin etwas gesagt und dein Wort in Gottes Ohr. Klar, wir müssen uns bemühen, Menschen nach Südtirol zu bekommen. Aber wir müssen einen Schritt vor den anderen machen. Wir sollten uns zuerst einmal bemühen, dass nicht so viele gehen. Wir müssen unsere Leute halten, denn Menschen, du hast den Satz, du hast nicht zu Ende geredet oder nicht den Gedanken nicht voll ausgeführt. Menschen kommen aufs Jahr gerechnet, ganz viele, nur sind das nicht die Fachkräfte, die wir eigentlich brauchen. Die wandern ins Sozialsystem ein und sind nicht die, die das aufwiegen oder aufrechnen mit jenen, die wir verlieren. Und einen Satz, Landesrätin Deeg, du hast dich heute Vormittag echauffiert, als es um das Thema der Zuwanderung und so weiter ging. Unabhängig jetzt, was andere Kollegen plötzlich sagen, ohne vorher jahrelang diesbezüglich auch Anfragen und so weiter gestellt zu haben, ein Fakt ist, den Sie nicht vom Tisch weisen können. Es wird nicht im gleichen Maße kontrolliert. Wir haben die Tatsache, und wenn zu mir inzwischen Caritas-Leute kommen oder Linke, zu Uli Meier, ich meine, das sind auch zwei Paralleluniversen, aber es ist so, wir haben viele ausländische Bürger, die sich weigern, einen Arbeitsvertrag anzunehmen, weil sie dann sämtliche Sozialleistungen verlieren würden und nicht mehr so gut dastehen würden, um in den Wohnbewohnungen drinnen zu sein, um die Leistungen zu bekommen. Die arbeiten schwarz, suchen sich diese Jobs aus. Jemand stellt sie an, aber niemand kontrolliert. Wir wissen das alle, aber es finden die Kontrollen nicht statt. Und mich ärgert das. Wir wissen so viele Dinge, die wir Freiheitlichen 20 Jahre lang in Anfragen immer wieder gestellt haben. Und da wird immer gesagt, da können wir nichts tun, wir sind nicht zuständig. Das ist aber unser Geld, das hat mit dem Staat nichts zu tun. Und ich glaube, das müssen Sie sich gefallen lassen und auch hier vielleicht ein bisschen den Blick ändern, dass man auch hier genauer hinschaut und kontrolliert, weil das findet bei unseren Menschen auch statt, auf Punkt und Beistrich. Folgedessen erwarte ich mir hier absolut eine Gleichbehandlung und dass man Betrug oder Schwindel auf der einen Seite nicht salonfähig macht und auf der anderen Seite dann so quasi tut, wären Südtiroler Schwindler oder Betrüger, wenn vielleicht einmal irgendetwas publik wird. Deswegen die Bitten an Sie beide, Kollegin Deeg, hier genauer hinzuschauen und auch an Sie, Herr Landeshauptmann, in der Sanität. Alle Kollegen haben die Probleme, Personalmangel und. Ich möchte das alles nicht wiederholen. Wir haben eine Liste zu machen mit bestimmten baulichen Mängeln, die wir schnellstens abarbeiten müssen und schnellstens bereinigen müssen. Und ich glaube, dass das auch beiträgt, damit man ein Stück weit dem Personal den Respekt zollt, der dem Personal eigentlich gebührt. Danke.